So Leute, was geht ab? Hier ist euer Pyromaniac, mit dabei ist der Streetfire Möcker. Und jetzt verballern wir schöne Reste im Dezember. Wir haben das optimalste Wetter schon dafür, richtiges Pyro-Wetter. Wir haben ja wirklich richtige Reste, Leute. Das ist mehr als Reste. Ey. Das kann man einfach nicht anders beschreiben. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Mini-Knallern von Weco Feuerwerk. Ja, ganz süß natürlich. Machen wir natürlich direkt weiter mit Super Crackers von BVD. Der war auch nicht so geil. Der war schon besser. Ja. Jawohl, dann machen wir mal von Fire Event. Ne? Genau, die Silver Pirate von der. Als Vergleich. Die waren ja gar nicht so gut. Ja. Dann in China Böller. Von Leslie ist der. Genau. Wir greifen einfach mal weiter rein, weil wir haben richtig viele einzelne Böller. Einfach wild verballern hier alles. Flamme ist ziemlich gut. Ja, okay. Dann machen wir jetzt mal was Schöneres, ein Moskito. Hoffentlich fliegt der auch so. Ja, ist er. Den Speedy machen wir mal jetzt in der Luft. Guck mal, wir haben immer mehr Mini-Knaller hier drin, ne? Ich sag ja, Leute, es sind Reste. Richtig sweet. Jetzt das schöne grüne Feuer. Nico. Jetzt machen wir noch mal ein paar Böllerchen. Zwischendurch mein Speedy. Das ist herrlich. Jetzt wieder ein Silberpirat. Ja, der war schon richtig heftig. Eine Tabelle von Pandas sind das. Genau. Den anderen machen wir in der Luft. Scheiße. Aber ging noch. Ja. Hat man ja gesehen. Jetzt weiter mit wieder ein paar Speedies hier von Nico Feuerwehr. Das hört ja gar nicht mehr auf damit. Zwei Stück, aber sind da noch drin. Machen wir beide in der Luft. Dann ist es natürlich spannender. Ja, ich war im Weg. Wie so ein Helikopter. Noch einen schönen Pyro-Cracker von Weco. Haben wir hier was Schöneres, und zwar vom Killerfeuerwerk. Sogar noch mit grauer Lunte. Sogar noch mit grauer Lunte, krasser Shit. Premium. Sind aber schon alt, ne? Sind aber nicht so besonders laut. Nee, leider nicht, aber diese Verarbeitung ist ziemlich gut gestopft, dicke Wandung, ne? Mhm. Boah, der war schon gut. Besser auf jeden Fall. Dann Nico Feuerwerk. Sind schon ziemlich rostig, sehen die aus. Puffer. Und the last one.
Und jetzt ein kubischer Kanonenschlag von Deko. Den werfe ich ganz nach unten. Der Schall war schön. Mann, Fireballs vom Nico Feuerwerk. Glaube ich auch nur einer drin. Da sind der Rest drin, ne? Ne, drei sind da sogar drin. Also. Okay, der letzte ging anscheinend nicht. So wie der erste. Jetzt so ein schöner Magic Stick hier. Machen wir die anderen beiden direkt mit, ne? Ja. Ja, komm schon! Jawohl! Das ist doch herrlich. So, dann machen wir jetzt zuerst den Vulkan Fantasy und danach folgt der Überraschungsvulkan von Gekor. Der ist von Pyro Art. Das war ein. War ganz ordentlich. Das ist schon. Der Rauch aber, der ist fertig. Natürlich sammeln wir den Müll auch gleich auf. Und jetzt der Überraschungsvulkan. Was da unten noch aufgegangen ist, das war wirklich ein Überraschung. Und wir heißen ja auch mal Knallnachos. Genau, Knallnachos von Büro. Genau, die haben wir ja ganz vergessen. Die billigsten Dinger überhaupt. Und jetzt kommt das grande Finale. Ein Sanaku Max von Nestle. Bleibt da ruhig stehen. Ich baue das Ganze mal auf. Jawolski! Ne? So, würde ich sagen, schaut bei Street Fireworker vorbei, wenn ihr den Teil 2 sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal.